So. Wink, wink. Let's play die Sims 4. Jetzt auf meinem super eigenen Turbo-Account. Deswegen müssen wir mal rausfinden, was es so für Möglichkeiten gibt, was man mit diesem Online-Gedöns so machen kann. Schmutzig ist es hier auf jeden Fall. Dann müssen wir auf Dauer mal gucken. Ich werde dann demnächst auch noch die anderen beiden Addons kaufen. Hallo Fritz. Was ist hier los? Da ist nichts los. Und was hat er denn alles? Er ist mega müde. Was hat er denn für Problemchen? Komm, iss erstmal ein Stück Kuchen. Du schaffst das. Da muss er ja eigentlich direkt ins Bett, der arme Kerl. Aber der fällt ja gleich um. Nee, lass das mal mit dem. Wir gehen runter. Gehst noch mal kurz aufs Klo und dann gehst du einfach schlafen. Würde ich sagen. Sonst stirbt er ja gleich hier. Ab ins Bett! Oh. Nee! Was hat er jetzt? Schlafen sollst du. Energieversagen. Ja, der soll halt... Hä, was hat er? Du Wurst... Hey, hallo Dude. Hallo Döni. Aber wollen die mich verarschen? Habt ihr das gerade gesehen? Er lag im Bett und hat geschlafen. Dann ist er aufgestanden, um ohnmächtig zu werden. Are you kidding me? Was ist denn mit diesem Spiel los? Was stimmt denn da nicht? Da möchte ich kurz fragen, ob der irgendwer vielleicht dumm ist. Da ist der Franz. Das ist der coolere Typ. Oh, der stinkt. Hä? Ach, der hat schon wieder gepupst. Ich finde das witzig. Komm das mal, beziehungsweise erst das verdorbene Essen aussortieren, dann auffragen. Das sieht genauso aus, als würde Fritz genauso viel Plan haben wie für der Franz. Ja, auf jeden Fall. Zu erschöpft zum Schlafen. Wer kennt das nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich bin so müde, ich kann nicht schlafen. So, ich würde sagen, der ist fresh drauf. Wir wollten das Ding noch verbessern. Komm hier, Franz, mach mal noch was Cooles. Ja, was sind unsere großen nächsten Pläne? Wir müssen mal gucken. Hallo, Rheininsel. Wir wollen ja eigentlich doch ein Kind haben, was wir weiterspielen, aber ich spiele ja am liebsten mich selber, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Nur Franz würde jetzt ja auf Dauer sterben, ne? Das ist halt so ein bisschen so ein Problem. Finde ich ein bisschen schade. Deswegen würde ich ja eigentlich gern Franz Junior zeugen. Das wäre doch eine Option, oder? Weil der Kollege hat ja eigentlich alles erreicht. Es sei denn, wir wechseln von ihm nochmal von Arzt zu Wissenschaftler. Da hätte ich halt auch Bock drauf. Dass er hier erstmal noch so ein bisschen sein Single-Life leben kann. Ja, Wissenschaftler ist halt auch so eine Karriere, die kann man auch wechseln ist blöd, sagt GPA. Ja, aber ich hänge ein bisschen an Franz und ich spiele immer nur mich selber. Das ist das Problem. Ich find's doof, andere Charaktere zu spielen. Also den Sohn, das würde ich noch hinnehmen. Vielleicht auch ganz cool, passt auch ganz gut von Arzt zu Wissenschaftler. Ja, und dann könnte man, der Sohn könnte dann ja vielleicht schon im Addon dabei sein. Was halten wir denn davon? Dann lassen wir Franz jetzt erstmal noch so ein bisschen... Oder eine Alte in dein Haushalt, knallt sie, vernachlässige, so wie Fritz, Entschuldigung? Aber wir machen jetzt erstmal noch ein dickes Gourmet-Ding. Spinat-Frittata. Hallo Dravios, hallo Eddie. Wie viele Kinder hast du schon gemacht im Spiel, fragt Eddie. Oh Eddie, du warst so lange nicht mehr hier, cool. Der Franz hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kinder. Ja. Schick Fritz zur Polizei. Nee, Fritz will ich ja eigentlich auch nicht spielen. Der soll ja auch so vor sich hin leben. Ich will eigentlich immer nur einen Sim spielen. Ich finde diese Haushaltsgeschichte so ein bisschen so, meh. Ich will auch die Frau nicht spielen. Die soll das gefälligst alles selber machen. Ich will einen Charakter. Nur einen.
Sie bei den Zwergen, so, das nervt mich sonst. Ihr könnt mich auch mal hier ein bisschen aus dem Weg machen, ne? So. Ein Mormone. Servern, habe ich schon viel verpasst? Nein, außer dass ich gefragt habe, was man so mit den Online-Funktionen anstellen kann. Da warst du aber fleißig. Ja, der hat schon ganz gut was produziert, der Kollege hier. Und Franz ist halt auch schon so eine Maschine von den Skills her. Oh, er hat aber bald wieder Geburtstag. Was war da? Hallo Jonas. Ein neuer Name. Könnte meinen, er ist ein Karnickel. Das Problem ist, wenn wir keinen Jungbrunnentrank mehr kaufen können, dann hat sich das sowieso erledigt. 1500, da, Jugendtrank, 1500, ach, easy. Easy, okay, einmal kriegen wir ihn noch jung. Kein Problem. Franz bleibt nämlich einfach jünger als alle anderen. Leckerer Jugendtrank. Ja. Eddie ist heute 13 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Eddie. 13, crazy. Skibete Boy. Hat man es dir schon erklärt oder muss ich jetzt meine Doktorarbeit darüber darlegen? Musst du darlegen. Ich weiß nämlich zum Beispiel nicht, wie ich jetzt diese Familie hier zum Beispiel online stellen kann. Also, obwohl, oh doch, Galerie. Mhm. Da, aber da wüsste ich jetzt nicht, wie ich jetzt meine Johnnies. Ich habe einen Follower! Krass! Das ist ja verrückt. Oh, guck mal, da ist Onkel Sigismund. Anonym folgt mir. Das ist ja ein bisschen crazy. Kataloganzeigen. Da, ich weiß nicht, wie teilen geht. Über die Online-Funktion, ja, aber wie könnte ich denn jetzt hier was teilen? Das ist schon mal spannend. Wäre ja mal so, wie könnte ich jetzt sagen, hier, den Haushalt, da möchte ich, dass der den alle haben können. Weil, dann könnten wir nämlich jetzt, ab jetzt können wir folgenden Chisel machen, was ich ziemlich cool finde. Wenn ihr jetzt Leute kreieren wollt, also euch zum Beispiel oder andere Sachen oder so, dann könnt ihr die einfach freigeben, dann kann ich die hier nämlich in mein Spiel holen. Also dann bitte baut jemanden, der aussieht wie ihr oder beziehungsweise jemand, der heißt wie ihr. Das wäre cool. Dann könnt ihr hier mit in der Welt rumrandalieren, wenn ihr möchtet. Ich kann halt nur nicht versprechen, dass sich Franz nicht an denen vergeht. F4, der meine Bibliothek, dann auf Haushalt klicken und in die Community hochladen. Okay. F4, meine Bibliothek. Dann auf den Haushalt klicken und... Ach so, sind das hier meine Sachen? Nicht nur wieder zu doof. Ich sehe den hier nicht. Ist das vielleicht... Hat der das Safe Game als Grummelfritzenskram? Behandelt er das so? Weil hier ist es ja nicht dabei. Oder? Moment, Haushalte. Ach, das ist der Haushalt Franz? Aber da ist doch nur Franz drin. Das ist ja auch Quatsch. Das ist gar nicht richtig. Da stimmt irgendwas nicht, weil ich das Safe Game übernommen habe. Komisch, ne? Weil ich habe das ja auf Fritz-Account angefangen. Und würde jetzt eigentlich das gern zu meinem Kram machen, aber nicht, dass der das jetzt. Genau, da müsst ihr da noch ein Hashtag Fehlefranz dazu packen. Dann kann ich euch dazu holen. Schräg. Ja, aber gut, es geht ja auch erstmal nur darum, dass ich die Leute reinholen kann. Da müsst ihr nur irgendwie rausfinden, wie wir auf Dauer das mal zu meinem Kram machen können. Wenn das geht. Hallo Gonigan. So, egal, jetzt gucken wir erstmal. Wie wird man denn Wissenschaftler? Also, findet ihr das cool? Ich fände die Idee ja witzig, Wissenschaftler zu werden. Das ist auch eine der neuen Karrieren. Und wenn ich dann das neue Gedöns habe, unser Sohn wird dann Polizist oder so. Einer der Söhne, den wir dann mit der Mutti zusammen zeugen. Dr. Franz hat wieder Sprechstunde, feinstens. Das ist das schön, Zippel. Also ich hätte ja Bock auf Wissenschaftler, aber da müssten wir halt Arzt kündigen. Wir haben aber 40.000. Moment, wie viel Geld bräuchten wir denn?
Wir könnten das hier noch erfüllen. Dann müssten wir noch 3, 4 Tage arbeiten. Ich dachte auch. Ach, Don Husumex Swag, hallo. Ich dachte auch, dass Wissenschaftler cool ist. Jetzt bin ich Lehrer. Ja, das weiß ich doch. Am Computer eine Stellenausschreibung suchen, ja. Du verlierst dein Berufseinkommen. Ja, genau. Aber ich werde ja mega schnell. Ich werde ja mega schnell befördert. Aber dann haben wir mal wieder was zu tun, wisst ihr? Dann haben wir neue Aufgaben und so. Guck doch mal, ob schon jemand was hochgeladen hat. Aber das Transferieren kann, ist fraglich. Nö, ich will ja nicht cheaten, ist ja okay. Also, ich finde, der kann ja nochmal wechseln. Das Kind machen wir das nächste Mal. Ich habe eigentlich nicht so Bock auf ein Kind, muss ich gestehen. Ich merke schon, du bist sehr grelle da drauf, aber ich finde ihn eigentlich sehr cool. Also, ich habe mich sehr mit ihm. Ich habe mich sehr an ihn gewöhnt. Suchst du nur einen neuen Job, in dem du den Cosplay-Kittel behalten kannst? Stimmt. Das stimmt natürlich. So, der Kollege hier braucht jetzt erstmal ein bisschen Spaß. Was natürlich ist natürlich eine krasse Entscheidung, ne? Aber Fritz verdient ja auch ein bisschen was. Der ist ja. Ach, der hat jetzt das Wochenende frei. Das ist ja schon mal super. Dann kann er hier seine beiden Skills lernen. Meine Nase juckt. Ich hab noch gar nicht richtig was gegessen. Warum juckt der meine Nase jetzt so? Ist doch gar nicht spannend. Ey, wie kann der. Achso, das ist Fritz. Er guckt was mit Tom Hanks in einer Hirnmaschine. In einer Hirnmaschine. Hallo? Luca? Jonas muss alles ab Folge 38 aufholen. Ich sehe, ihr habt umgebaut, ne, angebaut. Also tatsächlich, es hat ja alles mit diesem kleinen Quatschladen hier angefangen, ne? Hier mit so. Und dann ist es nach hier gewachsen und nach hier gewachsen. Und dann nach hier gewachsen und dann nach da gewachsen und dann nach hier gewachsen. Kommt heute noch Battlegrounds? Nee, Ali, heute kommt kein Battlegrounds mehr. Ich mache heute auch nicht lange. Richtig, also Mittwoch kommt Emil. Ich muss den mal fragen. Ich bin morgen ja arbeiten, leider. Es fällt leider aus morgen, ne? Aber ich kann Emil mal fragen, ob der morgen auch Bock hätte zu streamen. Das kann ich aber nicht sagen, habe ich eben vergessen. Aber auf jeden Fall, Mittwoch gibt es Crusader Kings mit Emil. Das wird supidupi. Und wenn. Kann man das irgendwie hier mit. Räumt das mal auf. Ach, oder? Ist auch egal. Wenn der jetzt mal ansteht. Wir kümmern uns mal ein bisschen um den Garten. Alles ernten und bessern. Vielleicht erstmal. Gegen Käfer einsprühen, was man hier alles machen muss. Was wollte ich noch sagen? Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Veredeln. Ach so. Wer wäre ich eigentlich da gewesen? Vorher die zweite Etage. Da wohnt Fritz, mein Sohn. Den mir die Aliens aufgehalst haben. Sunny Sombrero. Gerade zu Dr. Franzens Sprechstunde. Nach den ganzen Kappes mal verkaufen, ne? Oh, dass der das jedes Mal übernimmt, ne? So eine Suppe. Hör den hier, eine Chrysantheme. Ist neu. Ja, damit verdienen wir ja auch noch ein bisschen Geld. Leben deine ganzen Kinder in einem anderen Haushalt? Jau. Und ich denke mal, Battlegrounds werden wir. Das macht mir momentan echt mega viel Spaß. Mal gucken, vielleicht Donnerstag oder so. Das Problem ist, ich bin das ganze Wochenende auf dem Gamescamp United in Dresden. Wenn da gescheites Internet ist, könnte es sein, dass ich von da streame. Aber beim letzten Gamescamp war leider so gut wie gar kein funktionierendes Internet. Deswegen ging das leider nicht. Ich muss mal gucken. Ja, damit hat er meinen moralischen Kompass nachhaltig beschädigt. Nein, die kriegen alle guten Unterhalt, denen geht es hervorragend, den Kindern. Macht dir keine Sorgen. Ach, Franz hat auch frei das Wochenende. Ja, wir müssen uns jetzt mal überlegen, wann soll denn der Kollege Wissenschaftler werden? Aber ich mag ja immer neue Sachen, ne? Bin ich ja Fan.
Denn, wie Barney Stinson so schön sagt, new is always better. Wie viele Pflanzen wir mittlerweile haben, ey. Worauf hat er Bock? Er möchte Charisma steigern. Aha. Die armen Insekten. Jäten müssen wir nicht, oder? Oh, aber hier hinten können wir noch. Wo war denn Jäten? Und auf die Addons habe ich halt auch voll Bock. Also, deswegen finde ich es da auch nicht schlecht, dann mit einem neuen Charakter dann die Addons irgendwie quasi zu machen. Sie war hier nicht eben. Hat die nicht eine Doch, die glitzert doch. Weiterentwickeln, da. Jetzt kannst du eine Fußballmannschaft gründen. Ja, das reicht noch nicht ganz, aber. Alter, wie lange sprühst du denn an diesem Ding rum? Was? Ah, oh, Moment, wir haben neue Sachen, will er uns sagen, ne? Oh, wir haben den Erfinderpreis. Nee, Fritz hat den Erfinderpreis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Fritzi. Dann kommt das Bild hier weg. Und dafür kommt der Erfinderpreis auf den Schreibtisch. Guck mal. Ah, unser Fritz hat den Erfinderpreis gewonnen. Was ist das? Ach so. Wie reich will er noch werden? Dann warte noch bis dahin, wenn es nicht zu hoch ist. Ja, der will... Er will 50.000 haben und da fehlen noch 100.000, also da ist es als Arzt natürlich praktischer, aber macht er jetzt noch? Weiterentwickeln. Ah. Der entwickelt jetzt alle weiter. Aber das dauert noch voll lange, also ich weiß gar nicht, wie ein Charakter das schaffen soll. Und ich hatte halt voll Bock auf Wissenschaftler jetzt gerade. Habe ich mich ein bisschen reingesteigert, weil wir auch beim Arzt ja gar nicht mehr hingehen. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen kleinen Hiwi-Geschichten machen und langsam es reift ein Plan in meinem Kopf heran. Ich habe Lust auf Wissenschaftler. Und GPI, keine Sorge, wir werden auf jeden Fall noch ein Kind übernehmen und das wird dann auch, die Polizistenkarriere spielen wir dann auch noch durch. Nur noch nicht jetzt. Ach, jetzt steht er hier einfach nur rum. Nachts um 4. Und geh einfach mal schnell. Oh, Schlingelino. Ja, für die, die gerade erst dazugekommen sind, was wird dein Sohn mit Frauenstimme vom Beruf? Ach so, der wird Videospielentwickler. Glaube ich, ja. Also der ist auf jeden Fall in diesem IT-Segment. Da ist er. Guten Morgen, Fritz. Bei Wissenschaft musst du Gedankenblitze haben für neue Erfindungen. Ach, das schafft er schon. Bin er guter Dinge. Was macht er denn klar? Jetzt. Das ersparte Besitzen heißt, was du derzeit in der Spardose hast, was du verdienst, bleibt, auch wenn du dir ein Haus kaufst, weil du es ja immer noch verdient hast. Genau. Ja, also das steigert sich ja konstant, ne? Das hatte ich auch so verstanden. Das hier. Aber erspartes Besitzen, das muss ja auf dem Konto sein. Da müssten wir noch. Müssen wir mal gucken. Ja, wollen wir dann jetzt schon kündigen? Weil der kriegt ja nur Kohle, wenn er arbeiten geht. Wie lange ist denn die Folge schon? 6:23. Ne, ein bisschen machen wir hier noch. So, die beiden idlen jetzt hier erstmal noch rum. Und randalieren noch ein bisschen rum. Ja, jetzt habe ich Bock. Jetzt habe ich Bock auf die neue Karriere. Das ist super. Achso, genau, was ich sagen wollte, für die, die später dazugekommen sind. Ich mache heute leider echt nicht so lange. Wirklich nur bis 8 oder so, weil ich gleich noch los muss. Dass sie in Bücher schreiben, das bringt auch Geld. Okay. Ah, er kann erstmal zu Ende malen. In den Unterwäsche malen ist ein schönes Hobby. Sollte man viel öfter machen. Das ist sein Meisterwerk? Okay. Okay. Das kann... 835 hat es gebracht? Krass. Er kann Bücher schreiben, Schundromane, Ratgeber und so. Das ist ja cool. So, geht erstmal aufs Klo. Dann räumt er die Sachen vom Jungen weg. Mann. Dann können wir noch, was haben wir denn? Was hält sich denn nicht mehr so gut? Hier, Badananen-Gnocchi. Also, schönes Frühstück, ist auch gesund. Wo randaliert Fritz denn schon wieder rum? Ist er unten am Zocken?
Ja, habe ich mir doch gedacht. Wie viel er abgeht! Übrigens, ich finde mein Deko-Moped hier nach wie vor herzallerliebst. Ist hart am Abchatten, ey. Er hat Meister. Ach, das war ein meisterhaftes Moped, was er da gemacht hat. Okay. Fachbücher, wie man eine Ute schwängert, genau. So, iss mal, mein Freund. Wie gut bist du eigentlich so in allem? Oh ne, die Sims-Touch. Sims-Statistik? Wo ist es denn? Wo sind denn die Skills? Jetzt bist du schmutzig. Ja, dann räum das mal auf. Nee. Hä, bin ich doof? Das muss doch hier dabei sein. Jetzt ist er wieder jung. Warum ihn ja jung gemacht? Sportskanone, geschäftstüchtig. Hier, geh erstmal duschen. Da, Blase versagt noch nie. Oh, er hat aber drei Ableben miterlebt. Okay. Die Glühbirne. Ach da. Dankeschön. Ich war mal wieder zu doof. Wir haben Kochen tatsächlich gemaxt. Logik noch nicht. Geschicklichkeit sind wir ziemlich gut. Also, ich finde, der ist auch noch lange nicht. Der ist, der kann doch. Der kann doch einiges, so. Backen ist ein eigener Skill. Dann machen wir auf jeden Fall auch noch Zuckerkekse hier. Die Maus muss doch auf die andere Seite nehmen, die Taschentuchbox, ja. Warten wir gerade auf den Teig. Gebacken kann er noch nicht so richtig gut. Hallo, Dakuron. Ah, so ist das Spiel echt lasse. Die Animationen sind schon ziemlich cool gemacht. Habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, dass er ein ganzes Ei da reinschmeißt. Was hat Fritz Franz gemacht? Er ist jetzt Level 4 Schelm, okay. Hat er im Internet rumgetrollt? Ach du Vogel, du kannst doch hier nicht immer hinmachen. Aromatisieren wir den Quatsch noch, das wollte ich sagen. Das ist ja 10 Mark, aber dafür werden die Sachen besser. Dann machen wir jetzt noch eine Rutsche fertig, Brownies. Ginny Muska, warum? Hä, bist du doof? Warum kannst du nicht an den Herd? Egal, dann schnack erstmal ein bisschen mit Fritz. Alter, wie bist du denn drauf? Kannst dich dabei auch hinsetzen. Warnequap-Dufa? War jetzt doppelt aromatisiert? Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht damit? Lufa Lerner Pifa. Wir reden ein bisschen über Staubsauger. Was ist das denn hier noch für ein alter Kuchen? Weiße Torte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das macht mir ein bisschen Angst. Wipswabitabe. Schwipswabitabe. Ich könnte denen echt die ganze Zeit zuhören. Geh nicht in die Lounge. Du hast in den Backofen gepupst. Hallo, Reiber. Defitation Kinder, ich überlege ja wirklich, wann starten wir unsere neue Karriere? Machen wir uns heute nochmal einen ruhigen Tag und dann starten wir morgen als Wissenschaftler? White Cake, ist das nicht der aus Junko und Chain? Möglich? Fritz hat einen Stahlmagen, der hält das aus, okay. Wir legen die Kekse mal weg. Braucht ja kein Mensch. Dann ist eine junge Frau lang gelaufen. Oder wechseln wir heute schon den Beruf? Ah, ich bin ja aufgeregt. Ich hab ja Bock. Arzt sind wir jetzt, ne? Wir haben es einfach geschafft. So, ich beende jetzt die YouTube-Folge und dann werden wir Wissenschaftler. Ich habe richtig Bock. Es ist 13 Uhr. Ach, oh, da kommt erst noch der Sohn zu Besuch. Eieieiei.
Nutzt die freien Tage als Hiwi, wirst du anfangen viel zu arbeiten haben. Ja, das ist ja kein Problem. Sind das hässliche Stühle? Das sind mega, die Piratenstühle sind voll gut. Aber diese YouTube-Folge endet jetzt hier trotzdem. Und in diesem Sinne, folge deinem Herzen. Ach, schön, Chrissy.